Einmal im Jahr wird der Märklin super aufgebaut. Immer zu Weihnachten. Ich weiß, er ist nicht mehr zeitgemäß, aber es ist so ziemlich der geilste Travo, den es auf der Welt gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man bei diesem Travo den Stecker reinsteckt, dieses Brummen ist einmalig. Ah, herrlich. Und auch wenn man den Regler des Travos betätigt, fühlt es sich, also ich bin ja kein Lokführer, ja, aber es fühlt sich so an, als wenn man wirklich einen echten Zug steuert. Unfassbar tolles Gefühl, diesen Regler zu betätigen. Er geht nicht zu leicht und nicht zu schwer. Selbstverständlich, auch das Tippen der Stellpulte ist einmalig. Auch wenn man nichts anschließt, dieses Geräusch, das Gefühl, rein mechanisch einen Schalter zu betätigen. Es gibt nichts Besseres in der heutigen Zeit, weil wir haben ja nur noch Touchpads und Touchscreens. Alles nur noch Touch und du hast gar keine Haptik mehr. Nicht einmal im Auto habe ich irgendwelche normalen Knöpfe. Und selbstverständlich darf auch das Geräusch des Signals nicht fehlen. Wir haben hier einen Elektromagneten, der bewegt einen Stab. Dieser Stab bewegt zum Beispiel dieses Signal oder eine Weiche oder eine Doppelkreuzungsweiche oder eine Dreiwegeweiche. Und dazu muss ich nicht viel sagen, oder? Die V200. Jede klingt ein bisschen anders, trotzdem erkennt man sie immer, egal welche, am Fahrgeräusch. Traumhaft schön, wirklich wahr. Alles aus Metall. Chassis aus Metall. Karosserie aus Metall. Unkaputtbar. Die Loks von damals waren einfach für die Ewigkeit gemacht und das ist das, woraus Träume sind. Oder um es mit den Worten von damals zu sagen, das ist die Wucht, das ist Märklin. Selbstverständlich habe ich ein ganz klassisches Oval aufgebaut. War ja halb klassisch, denn ich habe hier eine Platte mit 80 cm Tiefe und bei den Halbkreisen habe ich jeweils den Industrieradius mit dem 5100 R1 kombiniert. Das hat sich sehr schön angefühlt, weil ich jetzt ein bisschen Platz habe. Und hier habe ich noch einen uralten Karton gefunden mit alten Waggons. Mal gucken, ob da irgendwas Brauchbares drinnen ist. Ich glaube es ja nicht, weil eigentlich muss man alles noch reparieren. Es ist alles nicht so, wie es soll. Aber ihr wisst ja, man kann es reparieren. Ersatzteile gibt es immer noch wie Sand am Meer. In den meisten Fällen müssen nur ein paar Federn getauscht werden, die einfach ausgeleiert sind oder nicht mehr vorhanden sind. Ansonsten sehen die Wägen eigentlich noch recht ansehnlich aus. Das einzige Problem in dem Fall ist halt so ein bisschen die Korrosion am Dach, ja, die Dächer. Aber den, okay, den suche ich mir raus, der ist ganz gut. Der vielleicht auch. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie einen Zug aus den echt alten Sachen herausbekommen. Ja, ein Aufgleisgerät wäre hier vielleicht angebracht gewesen. Keine Ahnung. Wo die Angst ist, ist der Weg. Ja, ich probiere es einfach mal ohne und denke mir, nur die Harten kommen in den Garten. Ganz einfach. Dabei fällt mir ein, die Kupplungen müssten auch mal wieder eingestellt werden. Alles fährt wie am ersten Tag und das ist das, was ich mag. Selbstverständlich wird es irgendwann ein kleines bisschen langweilig, so nach 2-3 Stunden. Und man denkt sich was Neues aus. Wir haben ja ein wunderschönes Signal aufgebaut, damit kann man tolle Dinge tun.
Man kann sie ja von Hand verstellen, man kann aber auch andere Sachen tun. Dem einen oder anderen könnte aufgefallen sein, dass im Oval Schaltgleise verbaut sind. Schauen wir mal, was wir damit machen. Ich nehme jetzt mal die Anschlüsse vom Signal, die zwei blauen Kabel. Das eine Kabel bewegt das Signal auf die Stellung Rot, Stopp, und das andere auf Grün. Ich habe dann sogar die richtigen Stecker dran gemacht. Und an das Schaltgleis, was direkt hinter der Stoppstelle des Signals ist, schließen wir das Kabel an, was das Signal auf Rot stellt, sodass der Zug, der freigegeben wurde, sein eigenes Signal wieder auf Stopp stellt, indem er hier über dieses Schaltgleis fährt. Das grüne Schaltgleis ist ungefähr in der Mitte der Strecke und wird im Schaltgleis, ja, relativ in der Mitte der Strecke angeschlossen. Ich werde jetzt mal probieren, je nachdem, wie schnell die Loks sind, ja, kann man gucken, wie man das jetzt einstellt. In dem Fall ist diese schwarze Dampflok viel schneller als meine V200 und sie holt sie regelmäßig ein. Jetzt muss ich hier ein Gleichgewicht finden. Schaut, jetzt erst wird die V200 freigegeben und die Dampflok, ja, schießt hinterher. Das hat so keinen Spaß gemacht. Ich habe dann geguckt, ob ich vielleicht andere Loks nehme, ob ich das Schaltgleis, das hintere, zum Freigeben der Stoppstelle weiter vorverlege. Ich mal ausprobieren. Hinterher werden wir bestimmt irgendein schönes Ergebnis haben, weil das hier, wie es jetzt aussieht, ist einfach nicht schön. Und so macht das Spaß. Eine CM800 kombiniert mit einer V200, beide aus den 60ern. Unfassbar schön, spielen zusammen wie eine Eins. Übrigens, danke an Uwe von Modellbahnagenda. CM800, das CM steht tatsächlich für Caroline Märklin. Als Tribute zu ihr sozusagen. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die BR89, die ja später die legendäre Bestellnummer 3000 bekommen hat. Bitte korrigiert mich, ihr wisst, ich verwechsel gern immer mal was. Aber in dem Fall fand ich diese Geschichte, diese Hintergrundinfo so interessant, dass auch ich sie einmal kurz erwähnen wollte. In der neuen Videosequenz sieht man sehr schön, dass ich das Schaltgleis etwas nach hinten verlegt habe, um die gegenseitige Schaltung noch geschmeidiger zu machen, sodass hier wirklich nichts passiert. Im Normalfall braucht man, wenn man zwei Züge fährt, normalerweise drei Blockstellen. Also normalerweise braucht man dann drei Signale, die sich gegenseitig schalten. Wenn man drei Züge fahren lassen will, benötigt man vier Signale, sodass immer eine freie Strecke dort ist. Und ja, aber wie gesagt, mit einem einfachen Oval und zwei Zügen reicht tatsächlich ein Signal und zwei Schaltgleise oder Kontaktgleise, je nachdem, aus, um hier diese beiden ganz geschmeidig auf einem Oval fahren zu lassen. Und diese Bilder sprechen doch für sich. Diese Bilder sind einfach nur wunderschön. Ich habe, es ist einfach klasse. Es ist wirklich einfach klasse, wenn man die Technik sieht, wie sie funktioniert. Und zwar nicht nur so ein bisschen funktioniert, sondern einfach richtig funktioniert und so, wie sie soll. Und man kann sich zu 1000% drauf verlassen. Da sind keine Mikrochips drin, die irgendwie irgendwann kaputt gehen. Da ist, und wie gesagt, wenn was kaputt geht, kann man es alles reparieren. Also ich glaube, hier sind wir uns einig, gibt es tatsächlich nichts Besseres als eine, ja, gute Wertarbeit, wo Wert darauf gelegt wurde, dass die Sachen ewig halten. Und mit diesen Bildern bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, trefft euch mit netten Menschen, trinkt einen Tee, einen Hopfentee, einen Glühtee, einen Rebentee oder einen prickelnden Tee, was auch immer. Hauptsache, ihr macht euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!